So Leute, da sind wir bei einem weiteren Deck-Tag und ihr seht es schon im Titel. Oh mein Gott, das ist ein sehr, sehr, sehr aktuelles Deck-Tag. Ich stelle euch nur eine Version davon vor und vielleicht in ein paar Monaten mal die andere Version. Schiebt das hier auch dazwischen, es tut mir leid. Das heißt, ich muss eine Menge umarbeiten. Aber das ist nicht schlimm. Ich muss dieses Deck euch einfach zeigen. Es ist großartig, es macht so viel Spaß. Es ist großartig, ich liebe es. Danke, Modern Horizons 2. Danke. Wir haben das gute UW Affinity, UW Robots, wie auch immer ihr es nennen wollt. Für mich ist es tatsächlich ein Affinity-Deck, denn wir spielen eine Karte, die Affinity hat. Sogar zwei, glaube ich sogar. Großartig. Und zwar spielen wir erstmal vier Thought-Monitore. 7 Mana, 2-2 Affinität zu Artefakten mit Fliegend. Wenn ihr ein Spiel bekommt, ziehen wir zwei Karten. Die Karte könnt ihr so oft für ein Mana 2-2, ihr zieht zwei Karten in diesem Deck spielen. Es ist richtig cool. Ich habe sie zuerst gedacht zum Ursa Stompy, da ist sie aber leider nicht so gut. Aber hier in diesem Deck ist sie großartig. Auch wenn ihr sie für 2 Mana spielt oder sonst was. Es ist Draw 2 in einem Aggro-Deck plus ein fliegender Buddy. Das ist richtig, richtig cool. Dieses Konstrukt ist meiner Meinung nach der Kleber, der das Deck zusammenhält. Und dementsprechend sehr, sehr cool. Kommen wir zur nächsten Affinity-Karte und zwar Emry. Ist eine 3 Mana 1-2. Kostet ein Mana weniger für jedes Artefakt, das man kontrolliert. Also Affinity, aber es steht nicht Affinity drauf. Wenn diese Karte ins Spielfeld kommt, millen wir 4 Karten. Die gehen an unseren Friedhof. Und wir können tappen, ein Artefakt aus unserem Friedhof wählen und es casten. Das bedeutet, wenn wir im Early Stage irgendwie einen davon verloren haben oder der gecountert wurde oder ähnliches, können wir mit Emry auch im Late Game einfach mal Draw 2 Cards machen. Richtig, richtig cool, richtig mächtig. Oder wir holen uns irgendwie eine Walking Ballista wieder. Spoiler, das Deck spielt Walking Ballista. Das ist so unsere Late Game Action. Ähnlich wie die nächste Karte und zwar sei Master Top the 3 Mana 1-4. Immer wenn wir ein Artefakt-Spell casten, kriegen wir einen 1-1 farblosen Top-Da-Spielstein mit Fliegend. Für ein blaues, ein farbloses können wir 2 Artefakte opfern, eine Karte ziehen. Das kommt super selten vor. Es geht hierbei wirklich nur darum, dass wir für 3 Mana 1-4er haben, der immer wenn wir ein Artefakt spielen, ein zweites Artefakt ins Spiel bringt, was super mächtig ist, wenn wir wirklich mit Affinity und Ähnlichem arbeiten. Und was darf natürlich nicht in so einem Deck fehlen? Arcbound Ravager. 4 Arcbound Ravager, 2 Mana 0-0. Wir opfern Artefakt, der kriegt eine plus 1-1 Marke mit Modular 1. Das bedeutet, er kommt mit einer 1-1 Marke ins Spiel und wenn er stirbt, können wir so viele plus 1-1 Marken auf eine andere Artefakt-Kreatur legen. Super mächtiges Teil, alleine weil wir halt das ganze Board fressen können, ihn selber fressen können und das Ganze auf die Walking Ballista legen können, die wir dann schießen können oder. Es ist so mächtig, was das alles kann. Und das ist noch nicht mal alles. Also allein dieses Umverteilen von so ein paar Marken, so ein bisschen Stärken, ein bisschen Power hier, ein bisschen Power da, ein bisschen da was aus dem Weg fressen, damit kein Lifelink passiert oder Ähnliches. Das Ding ist der Wahnsinn und das halt seit 2004. Und weil wir gerade eben schon so oft über sie gesprochen haben, einmal bzw. viermal Walking Ballista. Eine Doppel-X-Kreatur, die mit 0-0 direkt sterben würde, aber zum Glück mit X Marken ins Spiel kommt. Und für 4 Mana können wir eine Marke drauflegen oder wir können eine Marke runternehmen, einen Schaden schießen. Heißt, wir können mit Arcbound Ravager angreifen, alles auf den Arcbound Ravager tun, 10 Damage machen, den Arcbound Ravager zu sich selber opfern und die auf die Walking Ballista legen. Und deshalb halt auch eine wichtige Karte. So, dann haben wir eine Karte, die ihr bisher, wenn ihr Online-Listen verfolgt, wahrscheinlich etwas weniger gesehen habt. Ich habe schon ein bisschen im Deck rumgeadoktert und ich bin auch Dinge am Austesten und ich möchte euch jetzt meinen aktuellen Stand geben. Mein aktueller Stand ist, ich spiele 2 Steel Overseer. 2 Mana 1-1 tappen und ich lege eine plus 1-1 Marke auf jede Artefakt-Kreatur, die ich kontrolliere. Das können diese fliegenden Top davon sein, das können die fliegenden Thoughtnots sein, das wäre ein Arcmural oder eben Walking Ballistas oder eine Menge andere Kreaturen, die wir hier drin spielen, die auch Artefakte sind. Und er legt auf sich selber, was super mächtig ist. Als nächstes will ich noch eine andere Karte hier drin testen. Und zwar den Hexparasit, der Marken von Permanenten runternehmen kann. Warum? Da kommen wir gleich zu. Als nächstes spielen wir 4 Everswong Canonists im Mainboard. Hate? 2 Mana 2-2. Jeder Spieler darf nur einen Nicht-Artefakt-Zauber pro Runde spielen. Der Vorteil ist, wir haben keine Nicht-Artefakt-Zauber. Also zumindest nicht im Mainboard. Dementsprechend tangiert er uns überhaupt nicht und der Gegner ist ein bisschen eingeschränkt. Die andere Liste, die eben auch ähnlich wie diese Liste hier mit Spiel spielt eben kein Weiß. Die lassen dann eben den Etherswarm-Kanonisten und die Karte, die jetzt gleich kommt, raus, um dann eben andere Sachen zu spielen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Wenn ihr auch eine andere, eine etwas aggressivere Liste, hier, das ist so ein bisschen mein Texas-Style, noch so in Robots. Nice. Aber es gibt halt eben auch diese aggressive Liste. Wenn ihr daran Interesse habt, lasst mir das in den Kommentaren wissen. Genau, ansonsten haben wir eben noch andere Sachen in Weiß, die als Hate-Pieces mit schon gelten. Und zwar 4 Esper Sentinels. 1 Mana 1-1. Immer wenn der Gegner seinen ersten Nicht-Kreaturen-Zauberspruch-Runde spielt. Wenn dieser Spieler nicht Ix Mana bezahlt,
wobei X die Stärke von S Percenten ist, dürfen wir eine Karte ziehen. Auch hier praktisch, der Gegner muss ein Mana mehr für seine Karten bezahlen. Das ist für ihn sehr ärgerlich und für uns eigentlich sehr cool. Und ja, dementsprechend ganz, ganz schöne Karte. Zieht selten Karten, lässt die Gegner aber meistens Mana bezahlen. Ist sozusagen eine Ein-Mana-1-1 Talia, was auch ganz nett ist. Und wie gesagt, gerade mit Elderswarm-Kanonisten eben so eine Art von Tax-Pieces ein bisschen erstellt, was wirklich, wirklich nett ist. Dann spiele ich 3 Stonecold Serpent. Viele Leute spielen aktuell 4, weil sie halt auch gegen Delver ganz gut ist. Ich spiele aktuell 3 X-Mana 0-0. Sie hat Reach, Trample und Schutz vor Multicolored. Das war zu Oko-Zeiten wichtig, dass sie Schutz vor Oko hatte. Aber so können wir halt auch mal eine 1-Mana-1-1er spielen, was die leider Gottes echt meistens ist. Ich meine, 1-Mana-1-1er, Reach, Trample, Schutz vor Multicolored ist immer noch okay, aber ja, der Stilo, was sie ja macht, die Karte dann halt nochmal besser, aber... Ja, sie ist selten 2, ganz selten 3 und größer halt auch nicht. Und deswegen habe ich halt die 4. auf jeden Fall gecuttet, weil ich finde 4 viel zu viel. Eine Karte, von der ich mittlerweile richtig hart überzeugt bin, ist Zabaz, The Glimmer Wasp. 1 Mana 0-0 mit Modular 1, also kommt mit einer +1/+1 Marke ins Spiel. Und wenn eine Modularfähigkeit triggert, die ein oder mehr +1/+1 Marken auf eine Kreatur legen würde, legen wir stattdessen noch eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur. Großartig, wichtig, das ist nicht so, dass das Modular verdoppelt. Hier geht es um die Triggered Ability, also wenn die Kreaturen sterben. Ich finde es halt ganz wichtig, dass er Fliegen kriegen kann und wir können ein Artefakt, das wir kontrollieren, zerstören, was halt einfach zu witzigen Situationen führt, wenn der Gegner versucht, was zu targeten. Grundsätzlich kann diese Karte aber eben auch der Hex-Parasit sein. Da muss ich mir halt noch ein paar Sachen überlegen. Aktuell spiele ich noch sie, weil sie eben so ein bisschen auch die Modularsachen ein bisschen unterstützt. Aber ja, ich glaube, der Hex-Drinker wird es am Ende sein. Und ja, sie ist halt ganz nett, weil sie fliegen kann. Aber ja, mal gucken. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich wollte euch jetzt die aktuelle Liste vorstellen, wie ich sie aktuell spiele. Und weil ich natürlich wie immer sagen, was man noch spielen kann, was man rumtesten kann. Normalerweise kann ich euch sicher sagen, so hey, das spielt man und das spielt man und das kann man auch spielen. Dieses Mal muss ich leider sagen, so ja, das probiere ich gerade aus und das probiere ich als nächstes aus. Und ich habe hier drin auch schon grün ausprobiert, um eben Hunting Scales zu spielen, wie man es im Modern spielt. Aber nee, nee. Fand ich nicht geil. Kreaturen sind wir durch. Gucken wir uns die Non-Creature an. Wie ich schon gesagt habe, wir spielen nur Artefaktkarten. Im Mainboard zumindest. Und Länder. Natürlich Länder. Aber ja. Deswegen spielen wir auch 4 Nettlest. Nettlest. Okay. 3 Mana Living Weapon. Also kommt mit einem 0-0 schwarzen Phyrexian Germ Token ins Spiel. Und ausgerüstet. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 für jedes Artefakt und oder Verzauberung, die wir kontrollieren. Ist halt ganz cool, weil Artefakt und oder Verzauberung kann eben auch in Verzauberungsdeck gespielt werden. Theoretisch. Macht nur niemand. Aber wir spielen auch ein Enchantment-Land, logischerweise. Ihr wisst natürlich, dass wir Ursas Saga spielen. Und ja, das ist ein Enchantment, das dem auch +1/+1 gibt. Vergesst das nicht. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Genau, dann haben wir als weitere Karte, als Four-Off, den Moxopal. Ja gut, muss halt sein. 0-Mana-Artefakt mit Metalcraft. Tappen für 1 Mana, beliebiger Farbe. Können wir nun mal aktivieren, wenn wir 3 oder mehr Artefakte kontrollieren. Kennt man. Ist in diesem Deck wichtig, wichtiger als sonst immer. Dann spiele ich eine Retro Fit of Unry, eine einzige, was daran liegt, dass die aggressive Version dieses Decks 4 gespielt hat, ganz am Anfang, dann auf 3 runter ist. Und ich auch sage so, in der aggressiven Liste sind 3 echt cool, aber in dieser Liste hier würde ich einfach niemals 3 spielen. Das ist bad. Es ist zu viel. Ich weiß nicht, warum das aufweise Leute machen. Die Retro Fit of Unry macht eben für, ist ein 1-Mana-Artefakt. Für 3 Mana können wir sie enttappen. Für 2 Mana-Tappen kriegen wir einen Servo. Für 1 Mana-Tappen opfern wir einen Servo und bekommen einen Topter. Und für Tappen opfern wir einen Topter und kriegen einen 4-4er. Wir haben halt keine natürlichen Topter oder Servos oder so in diesem Deck drin, was echt, echt ärgerlich ist, weil in der anderen, in der aggressiven Version spielt man eben Ornithopter. Das werdet ihr in dem Deck sehen, wenn ihr das sehen wollt. Oder im Ninjas. Ninja sieht man das auch. Auf jeden Fall ist das hier wirklich so eine Grindmaschine. Wenn wir halt wirklich mal nichts mit unserem Mana zu tun haben, können wir halt für 2 Mana immer noch ein Servo erstellen oder eben einen 1-1 Flieger, damit wir dann durch die gegnerische Verteidigung durch können und da Marken drauflegen können oder so eine Ausrüstung und. Aber grundsätzlich ist das für Grind-Games da. Und dann muss ich mich einmal entschuldigen. Hier kommt jetzt eine Karte drüber. Es tut mir leid, weil in Japanisch kann die halt keiner lesen. Das ist der Ursulit. Aus irgendeinem Grund besitze ich nur einen einzigen Ursulit und der ist japanisch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Es tut mir auch ein bisschen leid. Dieses 1-Mana-Artefakt sagt, immer wenn eine Kreatur unter eurer Kontrolle das Spiel verlässt, als auch gebounced wird, was echt cool ist mit dem Sabaz und dem Modular, habe ich auch schon gemacht, zeige ich euch gleich eine kurze coole Interaktion damit. Wenn es Counter drauf hatte, diese Kreatur, legt ihr diese Counter, so viele Counter auf den Ursuliten, und zwar von derselben Art. Also wenn es Trampelschaden-Counter sind, gebt ihr Trampelschaden-Counter drauf, wenn ihr Fliegen-Counter, Fliegen-Counter oder +1/+1-Counter, +1/+1-Counter. Ladungsmarken müssen auch drauf gehen, aber Kreaturen haben selten Ladungsmarken. Und zu Beginn des Kampfsegments von jedem Zug können wir alle Counter von Ursulit,
also solange er Counter hat, auf eine Kreatur legen. Das heißt, wenn wir mal so einen richtig, richtig dicken Arcbound Ravager opfern, so mit 10 Marken oder so, können wir halt diese Marken auf eine andere Kreatur legen und dieselben Marken auf den Ozolith legen, die dann im Combat wieder woanders hingehen. Das ist wirklich, wirklich cool und mächtig und dementsprechend ist der Ozolith da so ein kleiner Grindplan. Ob er wirklich gut ist, weiß ich noch nicht, muss ich noch testen, aber bisher bin ich ganz begeistert, wenn ich ihn lesen kann. Und ja, das sind die Non-Creature Artifacts. Dann bleibt noch die Landbase. Die Landbase ist ziemlich langweilig. Ich spiele 3 Ebenen. Die lege ich jetzt nicht hoch. Es sind halt 3 Ebenen. Ja, viele Listen spielen 4. Ich gehe nicht ohne Caracas im Haus. Die 4. Ebene bei mir ist ein Caracas. Interessanterweise habe ich damit auch schon geschafft, Caracas, Sabas und den Ozolithen gleichzeitig immer wieder am Feld zu haben, wodurch ich den immer wieder loopen konnte und dadurch immer wieder +1/+1 geben konnte. Für einen Mana kann ich eine Kreatur +1/+1 geben. Super, super coole Interaktion, muss man halt auch sehen. Damit kann man eben auch sowas wie Zai Top the Wrist oder so beschützen. Und eben ist sowas wie gegen Marit-Lage gewappnet. Ich gehe nicht ohne Caracas im Haus. Das könnt ihr vergessen. Dann spielen wir 4x Ancient Den. Das ist das Artefaktland, tappen für ein weißes. Und natürlich 4x Sitz der Synode. Das ist das blaue Artefaktland, tappen für ein blaues. Die müssen wir halt spielen, weil die sind halt gut. Und dann spielen wir 4 Ancient Tombs. Tappen für 2 Mana, wir kriegen 2 Schaden. Einfach nur, damit wir in der ersten Runde auch mal 2 Mana haben können. Damit wir in der ersten Runde für 2 Mana irgendwas Cooles spielen können. Ravager jetzt nicht unbedingt, aber das kann man auch machen. Oder eine Ballista auf 1 oder. Ist eben Fast Mana, das ist ganz cool. Und dann die Karte, auf die ihr alle gewartet habt. 4x Urza's Saga. Diese Karte ist erstmal ein Enchantment. Dadurch ist der Nettles bei Xyst dadurch ein bisschen stärker. Und diese Karte ist gleichzeitig eine Saga. Das bedeutet, sie kommt ins Spiel und bekommt einen Lore-Counter. Mit diesem Lore-Counter hat sie Tappen für ein farbloses Mana. Und nach jeder Draw-Step, die ihr habt, legt ihr einen Lore-Counter drauf. Nach 3 Stück wird das Ding geopfert. Und das Ding kann man eben für 2 Mana tappen. Danach, also wenn es 2 Lore-Counter hat, um ein 0-0-Konstrukt ins Spiel zu bringen, was +1/+1 für jedes Artefakt kontrolliert. Ja, das sind eine Menge bei uns. Und die sind sehr, sehr mächtig. Gerade wenn man die in der ersten Runde spielt, zweite Runde hier halt so ein Engine Doom rausklappt, ein Dude macht, nächste Runde geht, noch ein Dude macht. Das kann schon. Das kann schon sehr, sehr, sehr viel Damage schießen, sehr, sehr schnell. Bei der 3, bevor es geopfert wird, können wir sie direkt nach einem Artefakt suchen mit Mana-Kosten von genau 0 oder genau 1 farblosen. Das ist wichtig, damit wir eben uns nicht einen Lotusblumen raussuchen. Oder was wir leider auch nicht können, ist uns die Sentinels raussuchen. Was ich sehr, sehr schade finde, weil die kosten halt ein weißes und nicht ein farbloses. Allerdings können wir halt hier Sub-Sub suchen, wir können Ozolith suchen, eine Foundry, wir können Moxopale raussuchen. Sowas alles in dieser Richtung. Wir können uns auch kein Artefaktland holen, weil die haben Mana-Kosten zwar von 0, Converted Mana-Kosten, aber nicht Mana-Kosten von 0. Und deswegen, die Karte ist zumindest in meinen Augen für Legacy balanced. Ich weiß, die Leute werden mich schlagen, vor allem wenn die Leute aus dem Modern kommen, weil im Modern ist die halt total broken. Aber halt im Legacy ist die okay. Sie ist ein Enchantment, damit kann man sie mit Enchantment Removal zerstören. Sie ist ein Land, damit kann man sie wastelanden. Und ja, im Legacy haben wir andere Probleme. Riesige Affenprobleme. Egal. Ja, das ist die Urza's Saga, die in diesem Deck eben so ein bisschen auf Feuer gibt. Ich hatte eine Zeit lang versucht, mit Thespian Stage zu arbeiten, weil wenn man Thespian Stage in Urza's Saga verwandelt, sie dann 2x tickern lässt und dann in was anderes verwandelt, behält sie dieses Token gemacht, musste leider feststellen, das war zu cute. Also es war nicht stark genug, dementsprechend, ja, habe ich das wieder rausgenommen, da eben einen Caracas für eingesetzt. Das funktioniert auch jetzt nicht besser. Ja, soviel zum Mainboard, kommen wir zum Sideboard. Im Sideboard, was sehr, sehr straight noch aktuell ist, weil ich aktuell nur gegen ein paar bestimmte Matchups teste und dementsprechend vieles außen vor lasse. Ihr kennt mich, normalerweise nehme ich immer lieber so ein 2-2-2-2-2-1-1-1-1-1 Sideboard. Aber dieses Mal bin ich mit einem sehr straighten Sideboard gegangen. Wir spielen erstmal 3 Surgical Extraction. Ja, ich weiß, die ist mismatched. Es tut mir leid, ich habe nur 2 davon oder 2 davon. Diese Karte für ein schwarzes Mana oder 2 Leben können wir eine Karte aus dem Friedhof exilen und dann die Hand und das Deck von dem Spieler von der Karte, die wir exiliert haben, durchsuchen und diese ganzen Kopien davon aus dem Deck und aus der Hand und aus dem Friedhof verbannen. Super, super mächtig gegen Gravejud-Decks und ähnliches. Ebenfalls gut gegen Gravejud-Decks, aber auch gegen Elfen. Gravedigger's Cage. Ein farbloses Mana, damit können wir es mit Urza's Saga suchen. Kreaturen können aus dem Friedhof das Spielfeld nicht betreten oder aus dem Deck. Und Karten können aus dem Friedhof nicht gecastet werden oder aus dem Bibliothek. Was ein bisschen schade ist durch die Emry, weil das widerspricht sich so ein bisschen. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr gute, wichtige Karte. Dann spiele ich 4 Thorn of Amethyst. Ich habe auch schon Listen gesehen, die versucht haben, Chalice of the Void da drin zu spielen. Finde ich persönlich nicht so gut, weil du hast halt viel auf einen Mana und Chalice und Urza vertragen sich halt auch nicht so.
so gut und ja, dann lieber den Thorn of Amethyst. Non-Creature Spells kosten ein Mana mehr, kostet 2 Mana zum Casten und ja, wir spielen eine Menge Kreaturen, wie ihr gesehen habt, und nur ganz wenige Non-Creature Artifacts. Das ist verkraftbar und dementsprechend können wir davon 4 Stück spielen. Was wir dann brauchen ist 4x Swords to Plowshares. Wir brauchen 4x Swords to Plowshares, weil Collector Oof wird überall gespielt, aktuell sogar Mainboard wegen diesem Deck, in so vielen Decks. Viele Leute spielen sogar 2 oder 3 wegen diesem Deck und ja, wir wollen unsere Artefakte benutzen können. Danke. Weil wenn wir unsere Artefakte nicht benutzen können, ist ein Artefakt-Deck ziemlich nutzlos und deswegen müssen wir uns gegen Collector Oof wappnen. Das machen wir halt mit Swords to Plowshares. Dafür ist Weisheit ganz gut. Und wir haben 3 Disenchant. 2 Mana haben wir zerstören Artefakte oder Verzauberung unserer Wahl. Auch hier. Es gibt Nilrod. Nilrod wird genauso gegen uns gespielt. Es gibt wunderschöne, schlechte Karten wie Ensnaring Bridge, Blood Moon. Also widerliches Zeug, was wir alles nicht sehen wollen. Deshalb ist Disenchant auch ganz gut. Ich bin sogar am überlegen, ob ich ein 4. Disenchant spiele und nur 2 Surgicals oder die Thorns irgendwie anders belege und ja, keine Ahnung, mal gucken. Ich teste noch eine Menge rum. Das ist meine aktuelle Konstellation. Sie macht Spaß. Aber das sehen wir jetzt im Deck Talk. So, und damit die Frage, warum solltet ihr dieses Deck spielen? Dieses Deck macht unendlich viel Spaß zu spielen. Es ist ein super, super cooles Aggro-Deck, was den Leuten ziemlich hart auf den Sack gehen kann, weil es eben so Prison Pieces spielt, mit denen keiner rechnet in einem Aggro-Deck. Wir haben Ursas Saga mit unkontrollbaren Viechern gegen sowas wie Kontrolle. Die machen damit Delver-Leute platt. Alleine hier haben wir einen krassen Delver, den wir auch immer wieder spielen können. Walking Ballista ist eine krasse Sache gegen alle Kreaturen-Decks und eben Ravenger ist so ein Allrounder und wir können sogar gegen sowas wie große Combo-Decks wie Reanimator oder Marit-Lage-Decks oder ähnliches sogar Swords to Plowshares, Karakas und ähnliche spielen. Richtig cool, das Deck macht so viel richtig und macht so viel Spaß. Ja, es ist nicht die pure Agro-Version. Ich wiederhole das nochmal, es ist nicht die pure Agro-Version, die gibt es auch noch. Aber die hier ist genau mein Stil, weil wir behindern den Gegner etwas, wir müssen an unsere Trigger denken, wir müssen dran denken, wer was castet und wir müssen eine Menge mit dem Arcbound Revenant zählen können. Man muss hier wirklich zählen können und es hat trotzdem, dass es so ein Artefakt, so ein straightes Deck ist, so viele Plätze, die man austauschen kann, wo man was anderes drin testen kann. Wie gesagt, der Sabas, den kann man testen, den Orsoleten, den Slot kann man testen, Top of Fundry kann man sogar eine einfach nur ins Sideboard schmeißen oder die zweite ins Sideboard tun oder gar keine im Sideboard spielen, alle Mainboard oder groß. Es macht so viel Spaß, an diesem Deck aktuell rumzudoktern, weil es eben ein alter Archetype ist, den ich aus meinen Early Magic Days kenne und fürchte, der jetzt einen neuen Anstrich bekommen hat. Und ja, früher war es 5-Color, dann wurde es grün, jetzt ist es blau-weiß. Und das Wichtigste, das kommt ganz zum Schluss für die Leute, die zuschauen und sich für das Deck anscheinend wirklich interessieren. Das Deck ist super günstig für ein Legacy-Deck. Das Deck hat die teuerste Karte in Moxopal. Moxopal ist die teuerste Karte mit, ich glaube, 27 bis 30 Euro. Danach kommt von allem, was ich weiß, Ancient Tombs ebenfalls für so knapp 25 Euro. Dann kommt Ursas Saga für 20 Euro. Arcbound Ravenger bin ich mir nicht ganz sicher, genauso wie mit dem Nettle Sentinel. Die sind aktuell sehr stark am fluktuieren, wer davon jetzt teurer ist. Aber das Deck ist nicht teuer. Und es ist, wenn ich es richtig gerechnet habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir gekauft habe, was schon ein bisschen her ist, und die Karten werden ja noch günstiger, ist es das günstigste Nicht-Burn-Legacy-Deck und schlägt damit sogar All-Spells. Zumindest was so ein richtig gutes Tier-Deck angeht. Was ich als Tier-Deck bezeichnen würde, weil ich glaube, dieses Deck ist, solange Ursas Saga bleibt, ein Deck, was bleibt. Und meiner Meinung nach kann Ursas Saga bleiben. Nicht nur, weil ich das Deck mag, sondern weil ich die Karte überhaupt nicht fürchte im Vergleich zu Affen. Aber das ist eine andere Geschichte. Dementsprechend hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr Decklisten wollt, Decklisten sind in den Kommentaren, in der Beschreibung stehen. Überall stehen die Decklisten rum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.